Am heutigen Sonntag spricht Jesus im Evangelium sehr anschaulich von einem Gleichnis, wo es darum geht, dass aus einem Samenkorn etwas Großes emporwächst. Es geht für die Menschen, die wissen damals, das ist ein alltägliches Geschäft gewesen, nicht mehr so alltäglich wie für heute, wie für uns heute, dass wir sehen, das Samenkorn selber hat Kraft. Das Potenzial für sein Leben steckt in ihm selber drinnen. Gott hat es da hineingelegt. Es braucht Mitarbeit des Menschen. Es braucht jemanden, der so wie hier die schönen Rosen, der sie hier einpflanzt, der sie gießt, der sie pflegt. Aber die Kraft selber kommt aus dem Samenkorn. Und Jesus möchte uns einladen, darauf zu vertrauen, dass Gottes Kraft da ist, dass jeder Moment voll Hoffnung ist und dass das Reich Gottes jeden Moment in uns anbrechen möchte. Heute haben wir einen Primizianten bei uns gehabt, Pater Severin aus Heiligenkreuz hat nach Primiz bei uns gefeiert und er hat auch davon gesprochen. Wir dürfen vertrauen auf Gottes Kraft, seine Schöpfung ist gut und sie führt uns zum Ziel, zur Gemeinschaft miteinander und zur Gemeinschaft mit Gott. Und die Rosen, so schön blüht es, so schön möge es auch in uns blühen. Heute allen Vätern einen schönen Vatertag.